Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's 4. Assassin's Creed 4 Black Flag. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, was machen wir heute? Richtig. Das, was uns noch tatsächlich hier in Havana fehlt: Assassinenaufträge. Und was machen wir heute? Warte mal. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Da gehen wir mit dem Ding hier. Wir haben einmal Feuer am Strand. Ein Freibeuter, der Zähler für die Templer arbeitet, soll sich im Armenviertel von der Wanne versteckt haben. Findet und tötet ihn. Mach mal. Wir kriegen 1000 Real, wenn man töten, und 500 dazu, wenn keine Kämpfe da sind. Na dann. Ist sogar direkt um die Ecke. Gucken, was heute komplett in eine Rutsche kriegen. Oder verdammt, wir machen. Ich vermute, dass wir 2-2-2 machen. Oder 3-3, wie auch immer. Schauen wir mal, wie gut wir durchkommen. Aber ich vermute, dass wir 3 auf einmal machen. Wenn es nicht so viel ist. So, ich muss mir nur einfach mal kurz einen Überblick verschaffen. Ich vermute, dass wir die 500 Real nicht kriegen. Die gehören alle mit dazu. Oh Gott. Wer? Was? Moment, was? Wir müssen... Hä? Okay. Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht gemacht haben. Kann ich das jetzt nochmal rückgängig machen? Weil ich würde das gerne machen. Warte mal. Herstellung, Inventar, Herausforderung, Datenbank, Optionen. Ah, toll. Ich weiß, scheiße. Das war natürlich jetzt total toll, dass der abgehauen ist. Okay, naja, egal, dann hätten wir uns tatsächlich einfach reinschützen müssen. Und scheißen auf die. Na, ja, dann machen wir nochmal einen. Dann machen wir einen anderen. Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hätte es eigentlich gerne getan. Gemacht. Wir machen den hier. Also mal direkt das nächste dran. Da, wir werden einfach reinhüpfen. Scheiß drauf. Du müsstest ja... Ich wollte eigentlich da... Ah, ich vergesse die Taste. Ich habe einfach runtergesprungen. Okay. So. Warte mal. Ist der jetzt wieder da oder was? Ah, jö, ist er da. Cool. Okay. Da war das vielleicht gar nicht so doof eigentlich, dass wir gerade gestorben sind. Okay, dann sind wir gerade einfach gestorben und haben quasi die Mission wieder getriggert. Dann machen wir das doch. Wir gehen einfach fest drauf. Scheiß drauf. Ich glaube, wir haben es eh geschafft, die Mission. Wir haben, glaube ich, die Mission sowieso geschafft, weil wir haben die, Oh, oh.
Ich glaube, wir haben die Mission geschafft, tatsächlich sogar. Müssen wir gerade gucken, dass wir jetzt ein bisschen aus dem Feindesgebiet rauskommen. Warte mal, die suchen uns immer noch. Lassen wir mal gerade ein bisschen außen vor. Dann haben wir, glaube ich, den Assassinen-Auftrag. Cool. Dann machen wir es doch in einem Rutsch. Dann machen wir, also ich weiß nicht, ob ich sie alle heute hinkriege, aber na, machen wir mal 3 oder so vielleicht. Ich denke mal, wir machen 3. So, gucken wir mal drauf, ob der abgeschlossen wurde. Tatsächlich, wir haben ihn geschafft. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Wir haben die Kohle kassiert. Wir haben die 1500 Real gekriegt. Ich bin einfach reingehüpft und hab ihm gesagt, komm, Kisten weg. Aber egal, passt so. Nehm ich. So, gucken wir mal darüber im Schnellen. Das holen wir den zweiten, nochmal den zweiten Auftrag. Jetzt fehlen noch 5 Assassinen-Aufträge. Dann haben wir auch. Dann ist es tatsächlich durch. Mit Havana. Zumindest was die. Lass mich in Ruhe. So. Assassinen-Auftrag Nummer 2. Ich will eigentlich nur gerne daran, an das Schränkchen hier. Was haben wir als nächstes? Ein korrupter Offizier bestiehlt die Händler im reichen Viertel von Havanna und verwendet das Geld, um damit anderen Einsätze der Templer zu finanzieren. Den töten wir. Also wir müssen sowieso wahrscheinlich eh nur Ziele töten. Das ist der Vorteil. Machen wir doch. Wo ist denn der? Da oben. Also die sind wahrscheinlich eh alle beieinander. Ist die doch in Ruhe? Mach mal ab jetzt hier. Ich muss Idioten töten. Oh, guck mal nochmal, was wir so haben. Der ist natürlich voll im. Scheiß drauf. Boah, ist er weg? Töten, getötet. Ja, ich will dich in den Brunnen. Fuck you. Alter! Naja, diesmal haben wir nicht die 1500 Realen bekommen, aber wir haben. Wir haben das Ziel. So, die Frage ist, ob die uns jetzt immer noch folgen oder ob die jetzt gerade jetzt einfach mal komplett in Ruhe lassen. Weil rein theoretisch dürfen sie uns eigentlich nicht mehr sehen, weil wir sind raus aus dem Gebiet. So, okay, dann haben wir nochmal 2. Wenn ich dann. Oder? Eigentlich haben wir es da? 2. Oder habe ich jetzt. Oder habe ich jetzt. Habe ich das Ding jetzt nicht gemacht? Hat er nicht gezählt? Nö, wir haben es doch recht. Nummer 3. Mal gucken, wo wir ran müssen. Ein bisschen hier hinter durch, oder was? Einfach hinterm Haus. Okay. Dann gehen wir uns Nummer 3 holen. Oder machen wir heute. Ja, komm, wir können sein, dass wir sogar heute tatsächlich eine längere Folge machen. Das wird tatsächlich alle wollen. So, einige Mörder sollen aus dem Vorhinein kommen und wollen bei der ersten Gelegenheit, dass Havanna fliehen findet. Das deutet sie. Da müssen wir ein feindliches Gebiet. Also, das könnte tatsächlich doch was mehr sein. Okay. Müssen wir gucken. Einfach, machen wir, schauen wir schon irgendwie. Wie kriegen wir das irgendwie hin? So, nächstes Gebiet ist da oben. So, da müssen wir jetzt gucken, dass wir da irgendwie durchkommen, hinkommen.
¿Dónde están tus amigos? ¡Entrégame al asesino! Sigue así, ganador. Conoces en nuestra mejor celda. Jetzt hätte man natürlich die Waffe brauchen können. So, erledigt. Sag mal bloß, das war. War das jetzt schon das Ende? Ich muss mal gerade hier raus aus der Nummer. Wir lassen sie jetzt einfach gerade mal nur in Ruhe. Ich weiß, da ist einer von denen, der jetzt uns sucht. Die sind am Beten dort. So, wir sind raus aus der Nummer. So, hier hätten wir nochmal einen Piraten. Aber wir wollen ja Assassinen retten. Na. Gut, dann machen wir als nächstes den hier. Und hüpfen mal da runter. Warte mal, ich wollte eigentlich was anderes markieren. Dahin und auf die Schnellreise gehen. So, Assassinen-Aufträge in Havana. Fehlen uns noch drei. Ah, ich glaube, wir kriegen sie kommen. Machen sie komplett alle heute. Würde ich sagen. Haben wir eine etwas längere Folge heute, nachdem wir in der letzten Folge nur so 10 Minütchen hatten. Machen wir heute mal wieder ein bisschen was länger. So, blub, blub, blub. Darüber. Da. Weiter geht's. Nächste Aufgabe. Ein Kaufmann der Templer soll Hamada besuchen, um dort ein Geschäft abzuschließen, das enorm wichtig für seinen Orden ist. Findet ihn und setzt einem Treiben ein Ende. So, die Frage ist, wenn wir nicht in Kämpfe verwickelt sind. Wir müssen ihn ja nur töten erstmal. Wenn wir ihn getötet haben, wir müssen ja nur auf der an ihn rankommen und töten. Mehr ist es ja nicht. Sorry, dass ich jetzt gerade Piraten erstmal neben links liegen lasse, weil warst du das Wort, dass wir ja jetzt auf der linken Seite sind, aber. Real gebracht. Das sind nur die paar Typen. Ich versuche jetzt gerade hier mal eben kurz über Wasser abzuhauen. Und ja, ich glaube, das hier ist unser Schiff. Das ist die Black Jigdor heißt sie. Ich war bei Black Pearl. So, Nummer 4. Jetzt machen wir Nummer 5. Das müssten sie eigentlich dann alle sein. Hier ist noch einer. Da. Und. Wir sind der Letzte.
Wie gesagt, dann war das gar nicht so schlecht, dass wir gerade gestorben sind. Ich weiß mal, wo ist denn der letzte. Hä? Bin ich jetzt blöde? Ich finde sie nicht. Eigentlich fehlt das da noch einer, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Oder haben wir tatsächlich schon, haben wir schon fünf? Vier haben wir. Aber wo ist denn der letzte? Ich bin der Gedanke dahinter. Warum jagt ihr mich? Keiner links mehr. So, damit haben wir sie. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Jawohl, Edmund Kenway hat mal wieder ein paar Piraten nebenbei gerade kurz geholt. Eigentlich sollte das jetzt nicht sein, aber gut. Warte mal, ich kann noch kurz hier plündern und so. Aber leider keine. Keine Rauchbombe. Das. Blenden wir den hier noch schnell. Ich habe alle gar nichts an Kohle dabei. Leute, ihr seid. Na gut, ihr seid. Warte mal. Du hast auch Munition, angeblich. Du hast mich angezeigt als Munition plündern. Und hast eine Rauchbombe. Immerhin etwas. So. Weiter geht's heute, weiter geht's jetzt auf jeden Fall erstmal mit. Ich nicht hoch? Warum komm ich da nicht hoch? Mit dem letzten, mit dem vorletzten Eisassassinenauftrag. Ich weiß nicht, wieso der am einen nicht angezeigt wird. Ich bewege mich hier gerade ein bisschen unorthodox, aber gut. So. Dann mach's doch hin. Lass mich hier hinter noch. Hier. Für jetzt kriegen wir ja auch $1000. Also wir haben wieder ein bisschen Kohle zusammen. So, mit dem Bezug von der Wanne wurde ein Herrlager aufgeschlagen. Als hier ist der Hauptmann dieser Reservisten, der gleichzeitig ein Templer ist. Ist dann hier. Und dann haben wir es. Zumindest vorerst hier. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon so schwer. Das ist schon wieder. Ach Mann! Jetzt haben wir. Oh, ich hab fast gar nichts mehr im Leben, ne? Ja! Das war... Ah, hier ist... Oh, tschüss. Ich muss mal hier raus.
Weil ich dann Schütze ist. Ich muss hier einfach komplett mal raus aus der Situation. Ich hab gar nichts mehr im Leben. Baut sich jetzt gerade wieder auf. Oh, Alter. Scheiße. Da, geh weg. Ich muss hier gerade mal komplett aus der Situation einfach raus. So, was hab ich denn? Die wissen, glaube ich, gerade nicht, wo ich bin. Das soll wohl so bleiben. Ich wollte mir jetzt gerade einmal gucken. Muck. Moin, moin. Moin. Guck mal, da kommen noch zwei Freunde. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie, jetzt kann ich wieder ein bisschen was mitmachen. Wie gehört's mit dazu? Muss man gerade weggehen. So, die haben jetzt erstmal gerade ein bisschen mehr oder weniger genug von uns, hoffentlich. Wir sind jetzt gerade wieder ein bisschen aus der Situation raus. Wir können natürlich jetzt erstmal die Pfeildinger wegsticken. Geh nochmal da hoch. Bei Gott. So. Die Frage ist, wo ist das letzte? Wo ist der letzte Assassin-Auftrag? Ach, da unten ist er. Okay, sehr gut. Dann haben wir den auch weg. Dann machen wir sie heute komplett alle. Und dann haben wir's. Ja, dann haben wir es tatsächlich für heute geschafft schon. Aber es fehlt noch ein allerletzter Auftrag. Einen Typen müssen wir noch töten. Und das werden wir heute tun. Und auch nicht. So, ach Gott sei Dank, mit mir und haben wir es auch geschafft. Danke. Die Typen zu holen. Kenway, richtig? Ja. Ich bin auf eurer Seite. Geil. Ja, das ist nichts Munitions. So, okay. Das ist hier wurscht jetzt. Wir können ja zum Händler kurz gehen und neue Sachen holen. Wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Wir haben ja fast 7000 jetzt gekriegt, alleine für die ganzen Assassinen-Aufträge. 7800. Kurz mal eben zum Händler hier. Wo ist denn der? Der ist hier hinter, ne? Oder was? Hier ist der. Ach so, hier. Erneuern. Die Feinde mal kurz.
So, letzter. Nein, warte mal, warte. Ich komplett in die falsche Richtung. Ich bin gerade komplett in der Mission. komplett unterwegs zur Hauptmission. Danke, Freunde. Ach man, nur noch. So. So, wie gesagt, das wird heute eine lange Folge werden, aber das ist dann einfach mal so. Es sind einfach darum, es geht darum, dass heute einfach mal Assassinenaufträge zu tun sind. Ich dachte, ich mache jetzt mal 2-2 oder was auch immer, aber die gehen ja relativ zeitzügig. Der letzte ist der hier. So, Antonio Rueda, ein Geschäftspartner der Templer, handelt den Marktplatz von Nevada mit Waffen und Sprengstoff. Eilert ihm, setzt seinen Geschäften ein Ende und ihm auch. Machen wir doch. So, wo ist der Clown? Da oben ist er. Wie gesagt, die 500 Real nehmen wir, wenn man den nicht, wenn man sich in Kämpfe verwickeln lassen, aber ja, ist es manchmal so. Aber ich hätte gerne, wenn ich irgendwo einen Händler hätte oder sowas oder was auch immer, dann hätte ich gerne mal eine Möglichkeit, noch doch Rauchbomben nachzukaufen. Oh, der kommt sogar selber an. Oder auch nicht. Scheiße, jetzt sind wir im Kampf. Jetzt sind wir das erste Mal tatsächlich im Kampf gestorben. Aber ich brauche. Ja, ich mache das jetzt anders. Ich muss gucken, dass ich irgendwie beim Dings hole, mal kurz im Händler hüpfe, mal neue Dings hole. Ich habe nämlich keine. Ja gut, das hier ist gespielt. Scheiße. Ja gut, okay. Ich hätte jetzt tatsächlich in der Mission bleiben müssen. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich nochmal triggern kann. So, ich brauche Munition vor allen Dingen, sonst kann ich ja überhaupt nichts machen. Wir haben jetzt wieder 12.000, ne? Warte mal, kann ich Schwert setzen? Kann ich jetzt wirklich die ganz teuren Monitor sind denn die? Hier wäre eine Möglichkeit, Geschwindigkeit plus 2, die klingen aus Toledo. Die nehmen wir mal mit. Hier wäre eine Möglichkeit, auf 14.000 Real die hochzuhandeln. Ne, wir nehmen die Klinge aus Toledo. So. Scheiße. Jetzt hoffe ich, dass ich die Tür noch, dass ich die Dings machen kann. Wo ist denn der? Lass mich raten, ich habe den jetzt echt verpasst, den Typen, oder was? Ernsthaft? Ernsthaft nicht der Witz? Nee, warte mal, ich muss wahrscheinlich nochmal neu synchronisieren. Ich muss wahrscheinlich nur die Mission neu synchronisieren, das Spiel neu synchronisieren. Weil ich bin ja eben gestorben und da bin ich halt desynchronisiert. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nur nochmal neu aufsetzen. Machen wir das doch einmal kurz. Ich hoffe, dass es dann reicht. Dass der uns hier den letzten Assassinenauftrag nochmal gibt. Den möchte ich nämlich gerne heute noch machen. Dann haben wir es nämlich durch einmal.
Ernsthaft? Ernsthaft, dass ich dir nicht noch... Dass es keinen gibt? Wollte mich jetzt eigentlich gerade ein bisschen flachsen? Doch, da oben, natürlich. Hier gibt es noch. So, das heißt, einmal kurz neu synchronisiert. Und dann gibt es wieder neue Assassin-Aufträge. Nochmal, ich möchte das Ding gerne machen, egal wie lange die Folge jetzt geht. Das ist halt einfach so. Dann haben wir es aber einmal komplett durch. So. Oh, das war keine Absicht. Ich bin zu weit gesprungen. Ich bin nämlich dann in dem Moment nach rechts weggesprungen. Deswegen, ich wollte eigentlich voll in das Ding rein. So. So. So, ich möchte gerne erstmal den Typen da noch holen. Jetzt haben wir nämlich auch die Möglichkeit... Blanco claro. Bist du das Ziel? Nein, das ist nicht das Ziel. Aua! Aua! Mein Freund Edward, mach mal bitte hoch hier. Komm ich da nicht hoch? Leck mich doch am Arsch. Ich will da hoch. Ah. Keine Chance, ich komme noch nicht hoch. Weil du mich ganz flachsen nimmst. Na. Na also. Also, Mark haben wir erst das Ding nochmal und dann geht's. Alter! So, jetzt gehen wir da hoch und machen uns die Arbeit. Da ist er. Geschafft! Wir haben Havanna einmal komplett abgearbeitet. Oh, tschüss. Ich muss mal hier raus. Moin, Dit. Ja, tatsächlich haben wir es geschafft. Havanna zu holen. Wir suchen jetzt noch schnell zu entkommen. Und dann werden wir uns der Hauptmission widmen. Weil diese Piratendinger, die werden ja immer mal wieder aufploppen. Deswegen. Deswegen werden wir heute, wenn wir in der nächsten Folge dann die Hauptmission angehen. Wie gesagt, wir haben alle neben deren gearbeitet, wir haben alles entdeckt. In der nächsten Folge geht es dann mit wo? Ne, und mein Zucker heißt die Mission. Geht's dann weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Assassin's Creed 4 Black Flag.